Hallo und herzlich willkommen bei Dein Erklänz TV. Heute informieren wir uns über die Unternehmerschule im Kreis Heinsberg. Wir sind jetzt zusammen hier in der Werkbank in Heinsberg, dem Coworking Space, denn der Coworking Space hat natürlich auch was mit der Unternehmerschule zu tun im Kreis Heinsberg. Neben mir steht der Herr Schirowski von der Wirtschaftsförderung und Sie haben ja vor 2 Jahren das Projekt Unternehmerschule im Kreis Heinsberg gestartet. Wie kamen Sie damals auf die Idee? Also wir haben schon einen Bedarf gesehen bei den Unternehmen im Kreis Heinsberg, bei den etablierten Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, Handwerksunternehmen, dass, wenn die schon einige Jahre auch am Markt sind, letztendlich dann doch an der einen oder anderen Stelle der Bedarf da ist, sich weiterzubilden. Das haben wir im letzten Jahr gestartet, seinerzeit ausschließlich im Gründer- und Servicezentrum in Hückelhofen, also unserem eigenen Gebäude. Samstags hat das stattgefunden, wird jetzt auch in Zukunft stattfinden, die Schultage in Anführungszeichen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, was wir an der Stelle noch brauchen, ist ein gewisses Maß an Marktdurchdringung, dass natürlich die Unternehmen das auch kennenlernen, verstehen und im Grunde genommen mit dabei sind. Natürlich auch Startups, Gründungsunternehmen, junge Unternehmen, nein, aber es kann auch ein Unternehmen, das 20, 30 Jahre am Markt ist und wo man das Gefühl hat, naja, in bestimmten Bereichen, ob es jetzt im Bereich des Marketings ist, ob im Bereich Bilanzierung ist, was auch immer, wir haben ja verschiedene Module, nochmal, Herr Beermann wird das gleich auch alles sicherlich sehr gut erklären, sich einfach auf einem kurzen Wege nochmal ein bisschen neues Rüstzeug zu holen, was man ja normalerweise so nicht bekommt. Dann an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an unseren Schulleiter, kann man sagen, ne? Frank Beermann, hallo. Hallo, ja. Du, ja, sehr gerne. Also wir laden immer gerne ein, beziehungsweise heute sind wir ja zu Gast bei dir hier in der Werkbank, aber du hast ja einen neuen Job, nämlich Schulleiter der Unternehmerschule für den Kreis Heinsberg. Bereitet man sich da irgendwie darauf vor? Wie bist du darauf gekommen, dass du das jetzt in Zukunft machen möchtest? Es ist an mich herangetragen worden. Ich habe kurz überlebt, habe gesagt, das Projekt ist klasse, das mache ich. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich dabei und versuche die Unternehmerschule Kreis Heinsberg hier im ganzen Kreis bekannt zu machen, dass wir im September, wenn wir starten, auch wirklich genug Schüler haben. Was hat dir so gut gefallen an dem Projekt? Hast du es selber auch schon mal mitgemacht als Teilnehmer? Als Teilnehmer nur bisher einen Schultag mal, durfte ich ganz irgendwann im vergangenen Jahr mal hospitieren. Ich finde einfach die Grundidee genial, dass also es die Möglichkeit gibt, als Unternehmer sein Wissen aufzubauen oder auszubauen. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wenn man zum Beispiel fahren lernt man in der Fahrschule, ja? Musizieren lernt man in der Musikschule, ja? Tastenschreiben lernt man in der Volkshochschule in der Regel. Aber es gibt keine Schule für den Unternehmer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Unternehmen gründe, dann gehe ich hin, habe eine Gründeridee, vielleicht gehe ich noch zu AC-Quadrat und gewinne dann Preis und fange an. So, und irgendwann merkt man, Mensch, Unternehmer sein ist mehr als nur so ein bisschen hier mal ein paar Kunden bedienen. Ja? Da muss Buchhaltung, da muss Kalkulation gemacht werden, da muss Management, Zeitmanagement, Organisation, alles Mögliche rein und irgendwann vielleicht sogar Personalverantwortung. So, und spätestens dann kommen die Probleme. Und das ist der Grund, warum eben auch viele Gründer nach einem Jahr schon wieder Schluss machen. Jetzt haben wir schon einige Eindrücke gewonnen, was in der Unternehmerschule so angeboten wird. Aber noch schöner sind natürlich praxisnahe Erfahrungen. Und neben mir sitzt ja Jan Pillig. Hallo Jan. Hi Marvin, grüß dich. Wir dürfen dich jetzt auch mal als Absolvent sozusagen der Unternehmerschule fragen. Wie hat es dir denn gefallen? Ne? Hast du alle 10 Kurse mitgemacht? Was war so dein Favorite und warum würdest du sagen, es lohnt sich, da mal hinzugehen? Also ich würde erstmal darauf eingehen, wie ich darauf gekommen bin, eher durch Zufall. In Erkenz bin ich Vorsitzender von einem Unternehmernetzwerk und unser Moderator, der ist Interimsmanager in der Region hier und hatte ein großes Unternehmen damals als Auftraggeber. Und der Geschäftsführer davon ist der Peter Martin Schröer. Der hat da auch mitgemacht und der Jens Konring, unser Moderator, der hat uns damals den Wink gegeben, bei dem Unternehmernetzwerk da mal mitzumachen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich versuche mich immer weiterzubilden als Unternehmer, um zu schauen, wie kann man die Firma nach vorne bringen. Und dann habe ich halt das Angebot gelesen. Das hat auch gerade noch so geklappt mit der Anmeldung, dass ich da reingekommen bin.
Und ja, so rückblickend, das waren jetzt 10 Monate, stimmt, umgegangen wie nix die Zeit, kann ich es wirklich empfehlen, denn man lernt von Praktikern für die Praxis einfach. Also es ist nicht einfach ein ruhiger Stoff oder Unterricht, den man da mitgeteilt bekommt, sondern man kann ihn auch gut anwenden. Ich selber habe nicht alle Kurse mitmachen können aus zeitlichen Gründen. Das letzte Tool, nämlich Marketing, das der Frank Wehrmann jetzt auch übernimmt, das muss ich noch nachholen. Aber ich muss nachsitzen noch, sozusagen. Nachsitzen, ja. Also ich bin nicht sitzen geblieben, aber ich muss nochmal nachsitzen. Und das würde ich gerne noch mit dranhängen, wenn ich das zeitlich schaffe, natürlich. Ne? Mir hat Spaß gemacht. Ich würde es jedem empfehlen. Ich würde es sogar nochmal machen, aber beziehungsweise das dritte Modul muss ich ja noch machen. Und darf ich noch machen. Und dann schaue ich, wie ich es zeitlich einbinden kann, bin ich dabei. Die spannendsten Gespräche finden dann beim Essen statt oder bei den Gesprächen danach, wenn man auch sich intensiv mit anderen austauschen kann, natürlich. Ja, absolut. Also es werden ja auch Themen angesprochen, wenn jetzt irgendwo mal in der Firma der Schuh drückt. Vielleicht gibt es auch natürlich schwierige Phasen als Unternehmer. Es ist ja nicht nur Sonnenschein, den man da erlebt oder aufsteigende Phasen. Grüße an die Datenschutzverordnung. Grüße an die Datenschutzverordnung. Also wer das in Brüssel verurteilt, aber das ist ein anderes Thema. Genau, und dann schauen wir einfach, wie können wir da zusammen entsprechend auch mit im Unternehmeralltag umgehen. Da sitzen wir halt alle im gleichen Boot. Und wenn es auch mal Probleme gibt, wird das offen, aber sehr vertraulich angesprochen. Das fand ich auch sehr klasse. Also das macht man ja auch nicht bei jedem, dass man einfach mal ganz offen über bestimmte Dinge im Unternehmen spricht. Und das ist sehr vertraulich behandelt worden, das gefiel mir sehr gut. Schön. Viele tolle Eindrücke, wie man hört. Die Begeisterung kommt auch rüber. Insofern glaube ich, ist es ein Besuch wert, mal reinzuschauen. Informiert euch gerne, sowohl auf der Homepage wie auch beim Frank Wehrmann persönlich. Er steht euch da gerne zur Verfügung. Und dann schauen wir auch gerne nochmal im September rein, wie sich das Ganze mit der Unternehmerschule so entwickelt.